So, und weiter geht's mit Super Mario 64 für den N64 mit Peruana. Und wir machen jetzt weiter. Wir haben schon 20 Sterne und könnten jetzt, dadurch, dass wir im letzten Part den roten Block aktiviert haben, können wir, na, jetzt auch alle Sterne in dieser Welt machen. Und in den anderen Welten, denke ich jetzt auch mal, können wir so langsam alles vervollständigen. Acht rote Münzen. Nee, ich kann das einmal hier zeigen. Dieser Block lässt so eine Kappe fallen und es ist wirklich jetzt schwierig, hiermit umzugehen. Man kann nicht so gut nach oben, man muss sich jedes Mal von unten Schwung holen und dann landet man meistens schon wieder. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen nervig, wenn man nicht ganz weit oben startet. Aber gut, jeder dann dem sein. Ich werde ihn jetzt erstmal. So, erstmal nicht so doll benutzen. Ach ja, hier kann ich übrigens auch mal zeigen. Wie ich habe ja gesagt, dass hier auch ein Panzer noch zu finden ist. Oder ist der Panzer im Allgemeinen nochmal anders zu benutzen ist als nur unter Wasser. Dafür ist der Typ, das ist der Koopa, den wir nicht besiegt haben. Das ist ganz klein. Dann können wir aufs. Ach Gott, geht mir einer aus dem Weg. Da können wir jetzt auf seinen Panzer steigen und hier so ein bisschen rumfahren. Sliden. Einmal und jeden Gegner, den wir erwischen, erledigen wir dann meistens auch. Und können auch steile Abhänge schnell nach oben. Indem wir dann springen. Wenn wir den ersten Gegner unter eine Kante berühren, verlieren wir wiederum das Item. Sollte man also aufpassen. Ich slide jetzt immer noch rum. Ich weiß aber, die roten Münzen alle sind. Hier ein Fact, wenn man um diese Dinger oft genug rumfährt, aber ich glaube, da muss man rumlaufen. Ne, man kann auch rumfahren. Dann aktivieren hier, dann werden hier Münzen aktiviert. Sehr nützlich halt für den 100 Münzenstern. Ich habe sogar richtig ausgedrückt, 100 Münzenstern. Aua, jetzt habe ich die Kante berührt. Jetzt berühre mich gleich ein Bob um, das will ich gar nicht. Jetzt will ich eigentlich nur noch hier hoch. Nur noch hier hoch. Oh, durchgeglitscht, danke. Kriege ich das hier nicht hin oder kriege ich das nur von der anderen Seite hin? Ich bin noch nicht. Nö, ich dachte schon. So, ich bin noch nicht so blöd. So, hier muss man dann hier langsam hochlaufen. Also jetzt bloß nicht springen, weil dann verliert Mario irgendwie sein Gleichgewicht und rutscht runter. Dauert zwar ein bisschen. Dann lässt man doch los und dann rutscht man runter. Jetzt müssen wir noch einen Stern holen, eine Münze holen für den rote Münzenstern von der schwebenden Insel. Und ich überlege gerade, was der schnellste Weg ist. Ich entscheide mich für den hier. Doch nochmal hochzugehen. Man hätte sich für die eine letzte Münze hier, die wir gerade eingesammelt haben, hier auch einfach runterrutschen lassen können. Aber wenn man die verfehlt hätte, müsste man das normal machen. Das wäre ein bisschen, na, zeitraubend. Übrigens, hier ist eine Kanone, die diese Seifenblasenbälle runterschießt. Ganz böse, kann man nicht abschalten. Ist einfach da. Ja, dann versuche ich jetzt mal diesen Baum da zu treffen. Mit Erfolg. Und hab die letzte Münze und muss da unten hin. Kann ich mich eigentlich gleich auf den Weg machen, dahin zu fliegen? Wenn man mit der Kanone abgeschossen wird, ist man danach, fliegt man sofort. Ist ein bisschen angenehmer. Und ich schieße mich hier als extra an den Ringen vorbei. Kenner wissen warum. Jetzt bin ich so schön schnell und zack, hab mir den Stern. Und das wäre Stern Nummer 21. Yeah. So, wie gesagt, werde ich glaube ich die 100 Münzensterne werde ich offscreen machen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Na.
Oski machen und ja, dann sind sie halt dann irgendwann da, dann sage ich euch Bescheid. Und werde das aber nicht aufnehmen, weil dafür sind die zu langweilig. Nochmal alle Münzen abzufarmen. Ich sag euch halt, wo es wirklich Tipps, wo ich euch Tipps geben kann, wo man wirklich dann eine Menge finden kann. Ja, wie gesagt, auch bei den Baumstämmen drumherum laufen. Wenn es so blaue Münzen gibt, immer blaue Münzen einsammeln. Und so weiter. So, für den nächsten Stern brauchen wir unbedingt diese Kappe. Müssen uns mit der Kanone abschießen lassen und diese, am besten diese Sachen durchfliegen. Einen übersehen, aber den letzten. Das war blöd. Ich habe jetzt zwei übersehen. Ah, das hätte doch leicht ins Auge gehen können. Apropos Auge, ich habe heute, war ich noch beim Arzt. Ich habe eine leichte Bindehautentzündung auf dem rechten Auge derzeit. Ist auch total unangenehm. Aber wenn man, das ein wenig schont, den ganzen Tag und jetzt habe ich auch noch eine Salbe bekommen, dadurch ist es eigentlich ganz angenehm geworden. Ich versag da total. Moment. Wieder rauf auf diese Sache hier. Nee, doch ist eigentlich mit jetzt mit der Salbe ganz angenehm zu spielen. Hab keine großen Probleme. Da bin ich froh drüber. So, 5 Ringe durchgeflogen. Durchflogen. Und dann hole ich mir jetzt auch mal schnell da unten den Stern. Reingeflogen. Und Stern Nummer 22 mit 22 Münzen. Das ist doch schon mal ein schönes Ende. So, zwischendurch nochmal einen Schnitt. Und wir holen uns jetzt hier den letzten. Also, oder sage ich vorletzten Stern, also den sechsten letzten Stern von den regulären 19 Sternen, halt erst später. Ha! Jetzt habe ich es, glaube ich, aber auch schon oft genug gesagt. Wer das jetzt immer noch nicht weiß, dem ist auch nicht mehr zu helfen. So, und zack, und ah, ich hätte mich auch gleich in den Kettenhund schießen können. So, eine Person, der geholfen werden soll. So, aber die lässt sich nicht so gerne helfen. So. Na komm, dreimal. Dann ist er in den Boden gestampft und der Kettenhund ist frei. Und wir sehen schon hinter einem Gitter einen Stern, der jetzt zugänglich ist. Deswegen werden wir ihn uns auch gleich holen. Auf die coole Art und Weise, wollte ich schon sagen, mit dem Wandsprung. Aber irgendwie kriege ich diese coole Variante nicht. Nee, erst noch ein dritten Mal hin. Dann wird sie schon wieder ein bisschen peinlich. So, befreie den Kettenhund. Geschafft. Ja, als nächstes machen wir jedoch mal einfach mal die Welt hier weiter. Weil die jetzt einfach auf dem Weg war. Da dürfen jetzt eigentlich nur die roten Münzen fehlen, wenn ich mich nicht ganz... Ah ne, zwei Sterne fehlen in rote Münzen und wie gesagt, dem Schneemann da unten helfen, der da ein bisschen traurig war, weil er... weil ihm sein Körper weggeschmolzen ist. Dem helfen wir, glaube ich, jetzt als erstes. Oder? Nee, helfen wir nicht. Weil das Spiel denkt sich, ne, du musst erst die ganzen roten Münzen sammeln, bevor du jemandem helfen kannst. Natürlich muss ich die Münze auch einsammeln, so geht doch. Oder? 8 rote Münzen, genau. Dann hier runter. Na komm, hier in der Ecke war nämlich auch noch eine. So, mal überlegen, wo waren die nächsten? Ich habe es noch im Kopf gerade von... nicht mehr genug. Mal gucken, wo ich... Ah ne, die eine... Moment, die hätte ich hier oben...
Komme ich nochmal nach da oben? Na, dann muss ich nochmal den Teleporter benutzen. Das mache ich aber, glaube ich, erst dann, wenn ich eh nochmal hier hin muss. Also wird das der letzte Stern, den ich einsammle. So, hier war noch einer. Kommt die Kamera mal hinterher. Ein ganz fieser und versteckter. Haben sich die Entwickler auch gedacht, ja, da muss der erste Protagonist erstmal der Spieler erstmal die ganze Karte mal absuchen, bevor er die hier findet. Finde ich fies versteckt. Nicht so offensichtlich, dass ich fast einen Longjump über den Zaun gemacht. Oder die Absperrung in den Abgrund. So. Trotzdem muss ich jetzt wieder zum Teleporter hier hin. Weil ich ja auf dem Weg, rote Münze, die auf dem Weg war, nicht so anders erreichen kann. Ist das schon der Abgrund hier? Tatsächlich. Na dann. Geht es ja. Es war jetzt nicht so der Riesenumweg. So, wir werden nämlich dann hier hingehen. Und da unten spawnt der Stern. Ich überlege, ob ich hier gerade das so Sinn macht. Oder wo es Sinn macht, sich hier runterfallen zu lassen. Das war sinnvoll. Wir müssen hier rüber. Hier einen schönen langen Longjump machen. Der war schön und lang, aber voll daneben. So. Ach ja, übrigens, solche Schneemänner, die hier so sind, kann man einfach besiegen, indem man zulässt, dass sie auf einen gucken. Ohne zu werfen. Und dann sollte man sich mehrmals um deren Achse drehen. Dann hat man auch diesen Schneemann. Hier rutscht man nur sehr schnell runter. Ich schnapp mir nochmal das Ding hier. Bevor es mich schnappt. Dann, das kann man auch benutzen, um manche gute erhöhte Stellen zu benutzen. Ich habe es einfach benutzt. Verdammt. Na, ach komm schon. Oh Mann, ich habe es eigentlich einfach nur benutzen wollen, um Münzen einzusammeln, weil mein Leben ja gerade so ein bisschen angeschlagen war. So. Longjump in den Schneemann sollte man nicht machen. Ich drehe nochmal durch, wenn ich... Na komm. So. Zweiter Versuch in Sachen Longjump und... hat diesmal funktioniert. Hier übrigens für die Leute mit den 8, die 100 Sterne suchen... Sag schon wieder die 100 Münzen suchen. Hier gibt es den Schalter. Dann werden hier nur zwei. Okay. Zwei Münzen aktiviert. Zwei sind immerhin 5. Das sind immerhin 10 normale Münzen wert. Da spart man sich Zeit und ja, man hat dann halt mehr Münzen. Und Stern 24. Noch ein Stern. Dann habe ich 25. Dann ist der Part wieder ganz gut gefüllt, glaube ich. In jedem Part 5 Sterne, das sieht ganz gut aus. Überlege ich gerade. Welche Reihenfolge habe ich denn das gemacht? Warum war da plötzlich... 1, 2, 3. Stimmt, in dem muss ich noch 3 Sterne machen. Ach so, okay. Jetzt wird alles mit mir alles klar. Was muss ich jetzt nochmal machen? Bau einen Schneemann, okay. Na komm. Einmal hier runter. Der ist einsam. Rollt vorweg, das ist nicht gut. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Eigentlich mussten wir vorweg rollen. Um ihnen dann einen Weg anzugeben. Den man benutzen muss. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Ich hoffe, der kriegt sich noch ein bisschen ein. Na komm. Toll, das war scheiße. Mache ich ein Experiment? Komme ich bis zur Insel? Ich komme nicht mal bis zum Strom da. Naja. So habe ich mir auf jeden Fall Weg gespart. Ne, normalerweise muss man ihn so ansprechen, dass man vor ihm fährt und er fährt einem hinterher. Und dann muss man in Richtung dieses großen Schneemannes dann halt schlittern.
fahren, dass man ihn dann nicht euer Ernst. Ich will noch nicht hier runter. So. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. So. Oh Mann, ich bin so kopflos. Ja. Wieso werde ich jetzt... Wieso wurde ich jetzt nach hinten geschubst? Überhole ich dich noch? Geht doch. Jetzt bloß nicht irgendwie runterfallen. Das wäre nämlich taktisch ganz so unklug. So. Kommt er mir diesmal hinterher? Ja, kommt er. Und schon haben wir einen Schneemann. Der mit uns nur spricht, wenn wir ihn vorne ansprechen. Ja, er dreht sich nicht. Na komm. Erzähl mir, wie glücklich du bist. Oh, komfortables Unterteil. Ja, das wäre der nächste Stern. Und auch der letzte Stern. In dieser Welt. Damit haben wir 25 Sterne. Also schon gutes Fünftel von der 120. Wirklich gutes, weiß nicht gerade, 120. Naja, das wäre kein Fünftel, ich weiß. Das weiß ich selbst. Dann müssten es 125 Sterne sein. Sind es aber nicht, deshalb. Naja. Mache ich noch, hänge ich noch was dran? Nee, ich beende den Part hier. Wir sehen uns im nächsten Part zu Super Mario 64. Bis dahin, ciao, ciao.